Schwierige Frage. Tatsächlich, also im ersten Schritt, wenn wir den Lebenslauf angucken, ist es natürlich schwierig zu sagen, diese Skills bringt die Person mit, weil wir das im Lebenslauf natürlich nicht so gut sehen können. Das heißt, die Skills werden wir erst herausfinden, dann im HR-Interview oder auch im Fachgespräch. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass im ersten Schritt erstmal auf die Noten geschaut wird, später dann aber in den Gesprächen, würde ich sagen, der Fokus eher auf den Skills.